Treu trifft. Thomas Reunert spricht mit Menschen, die was zu sagen haben. Meinen heutigen Gast muss ich wahrscheinlich überhaupt nicht sonderlich vorstellen. Sobald man das Bild sieht, sieht man, das ist Martin Rütter. Freut mich sehr, dass wir zumindest auf diese Art und Weise heute zueinander kommen. Es ist doch verrückt, oder? Ja. Also es ist nicht nur verrückt wegen Corona, sondern es ist auch verrückt, dass zwei so alte Menschen wie wir beide uns mit so einem technischen Aufwand sehen können. Hättest du das für Möglichkeiten? Jemals? Ja, stimmt. Nun ist Martin Rütter, man vorstellen muss ich dich ja wirklich sowieso nicht, aber es ist, du bist ja jetzt nicht mehr dieser kleine Vortragskünstler, der in Clubräumen für 30 Hundefreaks unterwegs ist und referiert, sondern Martin Rütter ist ja heute eine richtige Firma mit Hundeschulen und Trainingsprogrammen auf der einen Seite, aber auch mit einer relativ großen Unterhaltungsabteilung inzwischen. Wie hast du denn diese ganze Lockdowns und Corona-Beschränkungen bis jetzt überstanden? Also die ersten Wochen habe ich gefeiert und gesagt, boah, super, endlich kann ich mal die paar Wochen Urlaub nachholen, die mir seit 30 Jahren fehlen. Die ersten Wochen waren wirklich mit den Kindern im Garten und Bäume umpflanzen, was alle so gemacht haben. Ich habe es aber beim ersten Lockdown überhaupt nicht ernst genommen und habe gedacht, ey, komm, eine Grippe, scheißt euch doch nicht an. Ich habe es wirklich nicht für voll genommen und jetzt inzwischen nehme ich natürlich sehr ernst. Und ich bin auch inzwischen jetzt wirklich so, also ich weiß, dass es mir ja gut geht, alle um mich herum sind gesund, ich wohne schön und alles ist prima. Aber ich komme so langsam auch an den Punkt, wo ich sage, ich vermisse diese Normalität einfach. So dieses ganz stinknormale mit einem Kumpel ein Bierchen trinken gehen, mit einfach Menschen, also weißt du, wenn wir uns jetzt begegnen, können wir uns nicht mehr in den Arm nehmen. Und das finde ich irgendwie inzwischen echt anstrengend. Du hast ja zum Schluss vor der Pandemie oder bis zur Pandemie Hallen mit zum Teil fünfstelligen Besucherzahlen gefüllt. Wird sowas nochmal wiederkommen? Es ist eine gute Frage. Es ist echt eine gute Frage. Und wenn man sich überlegt, wir hatten ja noch 9 Termine von den 180 Freispruchterminen. Die muss man natürlich verschieben. Inzwischen ist der Zustand, die Karten behalten Gültigkeit für die neue Tour. Und wir planen tatsächlich, dass wir im November wieder auf Tour gehen. Aber wir starten dann in kleineren Hallen, also so bis 800.000 Leute. Also 800 bis 1.000 Leute. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass im Januar, Februar es wieder realistisch sein wird, in eine Köln-Arena zu gehen. Kennst du eigentlich für dich selber so dieses Gefühl der Angst oder des Unwohlseins, dass du dich vielleicht noch irgendwie anstecken könntest? Oder bist du eher so der harte Hund, der sagt, also das ist mir schnurzegal? Nee, also ich selber habe für mich keine Sorgen, wobei ich sagen muss, dass in unserem Umfeld und im familiären und Freundeskreis alle auch wirklich pumpergesund geblieben sind. Ne? Ein guter Freund von mir hat sich mit Corona infiziert, hat 3, 4, 5 Tage Symptome gehabt und läuft wieder putzemunter durch die Gegend. Ich habe um mich überhaupt keine Sorge, muss ich ehrlich sagen, aber ich mache mir gesellschaftlich Sorgen, denn ich erlebe ja auch in meinem Umfeld, zum Beispiel meine Tourcrew, das sind Leute, die haben jetzt 25 Jahre auf der ganzen Welt echte Stars betreut. Die sind mit Bruce Springsteen und weiß nicht wem durch Europa getourt. Aber trotzdem verdienen die natürlich nicht so viel Geld, dass die jetzt ihre Rücklagen bilden können. Und die haben jetzt alle irgendwie das Jahr so halbwegs geschafft. Jetzt wird es aber langsam eng. Also darüber mache ich mir eigentlich viel mehr Sorgen, weil ich selber, ich meine, mir geht es ja finanziell prima und wir haben auch keinen Tag Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Wir haben das einfach wirklich alles tapfer durchgezogen. Aber ich finde es gesellschaftlich echt bedenklich. Aber jetzt ist ja doch ein bisschen Jubeltime erstmal, denn heute speziell geht ja bei Fox ein neues Format auf Sendung, bei dem du dir oder anderen mal im übertragenen Sinne die Schuhe gibst. Kann man das Spiel auch für schlichte Gemüter ganz einfach erklären? Ich habe immer nur verstanden, du sitzt auf dem Schlitten und fährst von einem Loch weg. So im Prinzip der Nikolaus auf der Flucht mit anderen Worten. Ja. Nein, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Die Sendung heißt Die Rote Kugel. Klar, die Rote Kugel ist ja das Symbol von Vox. Und es gibt 10 Spielstufen. Wir haben eine Spielbahn, da gibt es in der Mitte ein Loch und da in dieses Loch muss man die Kugel versenken. Mit jeder richtigen Antwort rutschen wir 1 Meter oder 1,50 Meter weiter vom Loch weg und der Betrag, den man sich erspielen kann, wird höher. Du kannst, wenn du es bis ganz nach hinten schaffst, 100.000 Euro mitnehmen und du kriegst auch für jede richtige Antwort eine rote Kugel, die dann ein Versuch für dich ist, die Kugel zu versenken. Es ist wirklich total einfach und es macht unglaublichen Spaß. Spielen denn Normalos oder spielen die klassischen, die üblichen Verdächtigen, die man also die
von jeder Show zu jeder Show gehen. Nein, wir spielen mit ganz normalen Menschen. Es sind immer Paare, die mit mir spielen. Also Paare jetzt nicht im Sinne von Liebespaar. Das kann auch sein. Wir haben Ehepaare gehabt, wir haben Mutter und Kind gehabt, wir haben Arbeitskollegen, beste Freundinnen, Cousinen und. Weil es ist ein wirklicher großer Vorteil in dem Spiel, sich gut zu kennen und auch ein bisschen zu ahnen, wie ist der andere getaktet. Denn was in dieser Quizshow auch nochmal anders ist, wir haben nicht vier Fragen, ja, kreuzen sie an, A, B, C, D, sondern wir haben so ein Touchpad und die Leute können sich die Antworten virtuell darstellen. Also wir sagen jetzt so, passen Sie mal auf, Sie sehen ja jetzt ein Bild, den Herrn Reunert. Welche Brille trägt Herr Reunert? Und dann haben die vier Brillen zur Auswahl und können dir die auf die Nase schieben. Und der Spaß an der Sache für den Zuschauer zu Hause ist, du kannst den Leuten beim Denken in den Kopf gucken. Weißt du, die schieben dann die Kugel, ah, ich weiß nicht, und kannst du dich noch erinnern? Und dann müssen die taktieren, wann sichern die ihr Geld, wann sagen sie, nee, komm, wir zocken mal. Und das ist wirklich ein großer Spaß, vor allem für mich. Und es ist also wirklich, das habe ich richtig verstanden, es war einer deiner größten Lebensträume, mal eine Quizshow zu moderieren, weil du, und auch das habe ich in einem Interview gelesen oder gesehen sogar, mit Wim Tölke aufgewachsen bist. Thomas, ich habe wirklich, wenn der große Preis kam, ne, dann war das wirklich Klein Martin mit dem Schlafanzug auf der Couch, einer großen Tasse Kakao. Und natürlich habe ich mich in erster Linie darauf gefreut, wenn Wum und Wendelin kamen. Und dann hinterher noch dieser Außerirdische, der blaue Klaus. Aber ich fand es immer total spannend. Und wenn die dann hinterher in ihrer Kugel saßen und der machte dann die Umschläge auf und die Leute konnten es dann irgendwie ihren Betrag sichern und so. Gibt es ja eine großartige Parodie von Otto Walkes, wo die richtige Antwort immer Rembrandt ist. Ich habe das wirklich als Kind geliebt. Und als ich die ersten Fernsehschritte gemacht habe, habe ich eigentlich jedem immer im Sender erzählt, nur zur Info, macht ihr eine Quizshow und ich darf es nicht moderieren, reiße ich euch das Haus ab. Und da haben natürlich zu Anfang alle gesagt, ja, jetzt der Hundemann, was soll das denn? Aber inzwischen hat sich ja rumgesprochen, dass ich auch ein bisschen, sage ich mal, moderieren kann und das lenken kann. Und was ich schön finde, ist, die Sendung ist auf mich zugeschnitten worden. Das heißt, man hat also genau geguckt, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Und meine größte Schwäche ist ja so ein bisschen die Struktur beizuhalten. Und meine größte Stärke ist ja das Improvisieren und zu gucken, was passiert gerade. Und deshalb bin ich eben nicht so der typische Quizmaster im Anzug, der so vorträgt, sondern ich quatsch mit den Leuten und es ist wirklich mit jedem Fieber ich so mit. Das ist eine total schöne Atmosphäre. Aber es hätte doch wenigstens was mit Hunden sein können. Irgendwie die wenigsten Fragen mit Hunden, die durchgeknalltesten Herrchen oder Frauchen, irgendwie sowas. Es hätte doch jedes andere Thema auch sein können mit Hunden. Ja, also ich würde auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal ein Tierquiz mache. Aber wir wollten ja tatsächlich ein bisschen breiter und jeder sollte mitraten dürfen. Und deshalb war es irgendwie naheliegend, dass es auch ein Spielelement haben muss. Und dann die rote Kugel am Ende zu versenken. Wir haben wirklich Dramen erlebt. Wir haben Leute erlebt, die sich bis zur 10. Stufe durchgespielt haben, aber die haben nicht eine Kugel versenkt. Das heißt, die gehen mit null nach Hause. Und also es ist bis zur letzten Sekunde echt spannend. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu Corona. Es soll ja Hunde geben, die sich nichts mehr wünschen, als dass das mit dem Homeoffice endlich aufhört, dass die Kinder wieder in die Schule gehen und Opa aufhört, ohne Hörgerät mit dem Nachbarn zu chatten. Ja. Das kann für einen Hund stressig sein, ne? Ey, total. Für die Hunde war die oder ist die Corona-Zeit jetzt natürlich auch ganz anders. Also ich glaube, im ersten Schritt haben sich die Hunde erstmal alle gewundert, warum ist der Olle eigentlich jetzt immer da? Und dann haben die gemerkt, ja, okay, das ist jetzt ein sehr langes Wochenende. Und dann glaube ich, dass die Hunde es aber erstmal genossen haben. Denn alleinbleiben ist für Hunde ja immer doof, auch wenn sie sich dran gewöhnt haben. Jetzt haben nur die Menschen aus meiner Sicht oft den Fehler gemacht, und das erleben wir auch gerade an den Anfragen, dass die den Hund quasi dauerhaft beschallt haben. Das heißt, den ganzen Tag ging es nur noch um den Hund. Und dann gibt es Hunde, die dann echt genervt sich zurückziehen. Aber die größere Sorge, die ich habe, wenn die Leute dann wieder aus dem Homeoffice rausgehen, dass der Hund dann das Alleinbleiben nochmal neu lernen muss. Weil er wirklich jetzt die letzten Monate ja nie alleine war. Und deshalb rate ich den Leuten immer, ey, ruhig mal einen Spaziergang und einen Einkauf ohne den Hund machen, damit er wirklich in diesem Lernrhythmus bleibt. Merken Hunde eigentlich, wenn ich gestresst bin? Total, total. Das heißt aber nicht, dass die auch gestresst werden müssen dadurch. Das hängt ein bisschen von der Sensibilität des Hundes ab. Es gibt Hunde, die, also registrieren tun es alle. Aber der eine sagt, oh, der ist gestresst, ich ziehe mich zurück. Der andere sagt, oh, der ist gestresst, komm, dann nutze ich meine Chance, der passt nicht auf, klaue ich ein bisschen mehr vom Tisch. Der dritte sagt, oh, der ist gestresst, ich versuche den mal aufzumuntern. Das hat wirklich ganz, ganz viel mit der Individualität eines Hundes zu tun.
Ich weiß ja aus vielen Gesprächen mit dir, dass Hunde ja durchaus in der Lage sind, Mimik zu lesen. Die können ja Gesichter lesen. Was denkt sich denn so ein Hund, wenn die plötzlich alle mit diesem Nasenschutz da rumlaufen draußen? Der kann ja dieses Gesicht überhaupt nicht erkennen. Ist ein echtes Problem. Also ich habe vor kurzem habe ich einen Cartoon gesehen, wo zwei Hunde sich unterhalten haben und haben gesagt, siehst du, jetzt hat die Arschgeige selber mal einen Maulkorb drauf. Das fand ich eigentlich sehr lustig. Aber tatsächlich ist man natürlich in der Mimik sehr eingeschränkt. Und ein Hund, der vielleicht ein bisschen unsicher ist, der also nicht so top sozialisiert ist, den kann das auch extrem verunsichern. Also deshalb, ich meine, das kennen wir doch auch alle. Ich meine, jetzt guck mal, das fängt doch damit an, dass du irgendwie durch den Supermarkt gehst und denkst, oh, das ist aber eine sehr hübsche Frau. Und dann geht die zum Auto, nimmt die Maske ab und du denkst, nein, leider gar nicht. Und im Umkehrschluss kannst du ja auch nicht immer die Nuancen so erkennen. Natürlich sehe ich an den Augen, ob jemand strahlt oder ob der sauer ist. Aber so feine Nuancen nicht. Also das fällt uns Menschen ja selbst schwer. Und für die Hunde ist das echt ein Problem. Dann ist es ja in diesem Jahr leider nichts dazu gekommen, dass wir uns zu unserem fast schon traditionellen legendären Plauderstündchen im Iserlohner Parktheater treffen. Und es ist berichtet worden, dass also schon einige unserer Stammbesucher durch Übersprungshandlungen wie das unkontrollierte Aufblasen von so Kütteltüten aufgefallen sind im öffentlichen Raum. Siehst du eine Chance, dass wir dieses Jahr zumindest so eine kleine Ersatzveranstaltung hinkriegen, dass, wenn es dein Terminkalender zulässt, dass du uns hier in der Redaktion beim IKZ besuchst und wir mal so ein paar Fragen sammeln und wir nochmal in so einer kleinen Videorunde vielleicht ein paar Sachen beantworten oder auch einen Live-Chat machen mit Facebook oder sonst wie? Können wir auf jeden Fall machen. Und man muss ja mal sagen, nicht nur die Leute haben Entzugserscheinungen, mal ganz im Ernst. Wirklich mit allen Leuten, die ich kenne, die auf Bühnen stehen und unterwegs sind und so. Ne? Die haben alle erstmal gesagt, och, mal ein paar Nächte mehr zu Hause ist ja auch nicht so schlecht. Aber inzwischen drehen die alle am Rad. Hör mal, ich kriege regelmäßig Atze Schröder, Paul Panzer, Mario Barth, schreiben wir uns WhatsApp und alle sagen, ey, ich halte das nicht mehr aus. Ich vermisse die Leute da draußen, weil es ja auch so ein Miteinander ist. Und auch in einer Riesenhalle mit 10.000 Leuten ist es ja ein gemeinsamer Moment sozusagen. Und im Parktheater ist ja die Atmosphäre nochmal ganz besonders. Wir sind befreundet, die Leute wissen, es ist jetzt für uns beide ja auch nicht zur Arbeit gehen, sondern wir machen es uns da ja wirklich nett. Und deshalb können wir das auf jeden Fall machen. Wir finden einen Termin, ich komme in die Redaktion und können wir ja vielleicht ein paar Live-Fragen beantworten. Wollte ich gerade sagen. Ich wünsche dir alles Gute für heute Abend. Ich meine, du wirst ja wissen, wie es ausgeht. Das ist ja nicht live, es ist ja aufgezeichnet. Wie viele Folgen werden es insgesamt werden? Wie viel habt ihr schon produziert? Ja, die Sender trauen sich ja in der heutigen Zeit nicht so viel. Es sind erstmal 4 Folgen. Und wenn das aber erfolgreich ist, wovon ich ausgehe, sonst könnte ich es ja gar nicht machen, dann machen wir nochmal 16. Und wenn die erfolgreich sind, dann ist die Chance nicht so schlecht, dass ihr mich wöchentlich ertragen müsst. Ehrlich? Na gut, ja, dann vielleicht aber auch im Wechsel. Gestern Abend hat mir sehr gut gefallen die Geschichte von dem Landwirt, der diesen Hund einfach in dieses Schwimmbad gestellt hat und gesagt hat, der wird schon überleben. Also auch da in diesem Bereich, gute Frage zum Schluss übrigens, ist das wirklich so, dass extrem die Welpen dermaßen nachgefragt werden, dass also bei den Züchtern schon bis Wartelisten bestehen bis in die nächsten 2 Jahre? Also ich kenne tatsächlich selber Leute, die vor 2 Jahren sich für eine Rasse interessiert haben, aus Zeitgründen es nicht konnten. Da kostete so ein Welpe noch 900 und der kostet heute 1900. Also das ist wirklich, wirklich abstrus und ich bitte die Leute wirklich, sich diesem Hype zu entziehen und es eben nicht mitzumachen. Und auch die Tierheime, Gott sei Dank, sagen, ja, die Nachfrage ist unwahrscheinlich hoch, aber bei den Tierheimen ist es ja Gott sei Dank so, die behalten ja ihren Verstand und sagen, nee, nur weil jetzt einer Langeweile in Corona hat, gehen wir dem keinen Hund mit. Aber andererseits muss man es auch verstehen, dass die Leute lange schon drüber nachgedacht haben und jetzt die Corona-Zeit nutzen und sagen, komm, jetzt trauen wir uns mal. Wenn du in den Salon kommst, stelle ich dir auch unseren neuen Buddy vor. Ja, ich bitte doch darum. Aber Thomas, ich habe ja selber auch noch eine Frage. Bitte. Wir sind ja quasi unter uns. Genau. Aber wie ist denn für dich diese Corona-Zeit? Du bist ja auch ein Mensch, der gern rausgeht, kommunikativ ist und auch nah an den Leuten ist. Ne? Wie war das für dich jetzt die ganze Zeit? Es ist ein großer Unterschied. Und habe ich auch das große Glück, ich bin ja systemrelevant. Ich darf ja frei rumlaufen. Allerdings ist es schon ein Riesenunterschied, dass man also keine Interviews in der Form machen kann, dass man sich so treffen muss,
dass man eine ganz andere Form der Kommunikation hat, auch mal lecker essen gehen abends mal zwischendurch oder auch natürlich mal ins Parktheater gehen, mit anderen Späßchen haben oder sowas. Also das ist schon eine harte Zeit, aber nun haben wir beide relativ abwechslungsreiche Berufe. Das heißt also, in der Zeit, wo wir was tun können, passiert immer noch etwas. Aber ich sehne mich also auch danach zurück zu sagen, jetzt kann man wieder frei entscheiden und kann muss nicht erst einen Ministerpräsidenten fragen, wenn man an die Nordsee fahren will, um ein Fischbrötchen zu essen, ob das gerade erlaubt ist oder ob man auf der Autobahn schon erschossen wird. Aber ich frage dich jetzt als Privatperson und nicht als Journalist, glaubst du denn daran, dass sowas wie Parktheater wieder mal richtig pickepacke voll wird? Oder glaubst du, das wird so nachhaltig sein, dass für den Rest unseres Lebens die Leute mit 4 Meter Abstand in dem Theater sitzen? Nun bist du jünger als ich. Ob du es noch erlebst, weiß ich nicht. Also ich habe da also auch meine Bedenken. Es wird so Light-Versionen geben. Es wird eventuell so hybride Veranstaltungen geben. Die eine Hälfte sitzt im Wohnzimmer und die andere Hälfte sitzt im Parktheater. Wie das dann mit dem Verrechnung des Eintrittspreises geht, weiß ich nicht, ob bei dir dann auch einer eine Karte abreißt, wenn du in dein Wohnzimmer gehst. Aber ob es wieder zu so einer Form kommt, dass also 800 Leute sich im Parktheater treffen können, weiß ich nicht. Ich glaube, so viel lüften kann man gar nicht. Nee, aber weißt du, warum ich da fest dran glaube? Weil ich ja in der Veranstaltungsbranche, ich kenne ja die ganzen Veranstalter und die sind so vom ersten Tag an mit Hygienekonzepten und dies und das und jenes. Und ich glaube nur, dass wir erleben werden, dass es ausschließlich und nur noch personalisierte Tickets gibt. Dass du also eben nicht eine Karte kaufst und sagst, ach komm, die schenke ich der Oma, sondern es muss dann auch über Ausweis und so weiter die Leute sich da irgendwie ausweisen können. Und dadurch ist eben eine Nachverfolgung viel einfacher. Und ich persönlich hoffe ja auf eine große Impfwelle. Ja, werden wir sehen. Sonst sitzen wir in den Veranstaltungen alle mit so Raumhelmen auf, mit so einer eigenen kleinen Kläranlage drin. Das wäre zum Beispiel noch etwas, was man erfinden könnte. Eine eigene Aerosolpumpe. Aber da schweifen wir ab. Das könnte der Inhalt einer neuen Sendung sein. So. Danke. Ich wünsche dir alles Gute und wir sprechen einander. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss.